Herzlich willkommen zur dritten Folge von Hamburg hat Fantasie. Heute mit der Frage an euch vorneweg. Sagt uns mit einem einzigen Wort, wen oder was ihr in Norditalien sucht oder abholt? Schreibt es in die Kommentare unter diesem Video. Wer Folge 1 und 2 verpasst hat, kann diese auf unserer Homepage www.opolum.com noch einmal anhören. Was bisher geschah? Du wurdest dazu auserwählt, mit einem Luftschiff nach Norditalien zu reisen. Deine Mission? Die Rettung der Welt. Aber wer ist dein Auftraggeber? Vorhang auf. Plötzlich schnellt im geheimen Gate 0 die Tür auf, vor der du kniest. Erschrocken steigt dein Blick in Zeitlupe empor. Eine dunkle Silhouette formt sich langsam in der spärlichen Beleuchtung. Vor dir steht eine wunderschöne Frau mit schwarzen langen Haaren in Herrenklamotten. Der Gang ist etwas breitbeinig und auch der Name eines chemischen Elements unterstreicht die männliche Attitüde. Die Frau hat Darwins Theorie wörtlich genommen. In der von Männern dominierten Luftschiffbranche sicher kein leichtes Unterfangen, sich als Frau durchzusetzen und anzupassen. Was ist das denn für ein Empfang? Du machst einen kernigen Eindruck. Gefällt mir. Mein Name ist Nickel. Ich bin dein Kontakt an Bord. Setz dich bloß nicht auf eines der braunen Sofas, es sei denn, du wünschst dir ein paar Sprungfedern im Hintern. Kommen wir gleich mal zu den Fakten. Cools Mädchen schickt mich. Die immer so guckt, als würden Blitze und Plasmawolken um ihren Kopf schwirren. Das ist hier kein Frontalunterricht, Mensch, komm! Sie meint sicher Angela Merkel. Das mit den Plasmawolken und Blitzen verstehst du allerdings nicht. Wow. Die Bundeskanzlerin steckt dahinter? Das hätte man sicher auch graziler präsentieren können, aber deine Freude überwiegt. In diesem Moment kommt eine weitere Frau in die Tür. Die Frau riecht nach Schnaps und verhält sich dementsprechend. Du wirst das Gefühl nicht los, dass die Frauen dieses Berufsfeld fest im Griff zu haben scheinen. Was redest du da? Der Auftraggeber ist die indische Schamanin Kakawanga. Sie sah bei einem Meditationslauf den Untergang der Menschheit voraus und... Schätzchen, ich mach das hier. Na los, mach den Putzraum fertig, wir kommen gleich. Also, wo war ich? Wichtig an Bord. Wir haben aus hygienischen Gründen keine Bedürfniszellen, klar. Und kontaktlos bezahlen. Geht auch nicht. Aber der Gin ist im Frachtraum eh kostenlos. Ne? Wie auch immer, kommen wir zu dem Wichtigsten. Wir fliegen gleich mit dem Luftschiff Parsival 1 von Hamburg nach Norditalien. Mehr dazu später unter Deck. Verstanden? Nickel drängt dich zur Eile. Das Luftschiff legt gleich ab. Ihr geht durch einen verwinkelten Korridor und steigt durch eine Luke in einen runden Raum mit an den Wänden befindlichen Stehligen. In der Mitte befindet sich ein großes Metallauge. Ein wahrlich mystischer Ort, vor dem du Respekt hast. Der Putzraum, wie Nickel sagt, entpuppt sich als Desinfektionskammer für Fracht und Mitarbeiter. Die zierliche blonde Frau aus dem Foyer und die immer noch schwankende andere Frau warten bereits. Es ist alles vorbereitet. Wir sind 4 Personen, für jeden Zughebel eine. Alle losen Gegenstände wurden entfernt, um Diebstahl vorzubeugen. Stopp, stopp, stopp. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Auftrag der Untergrundorganisation der Wachte Kondo agieren. Nickel wird lauter und verdeutlicht noch einmal allen anwesenden Personen den Ernst der Lage. Du wirst gebeten, dich an eine der Liegen zu stellen und auf Zuruf den Zughebel über dir zu betätigen. 3, 2, 1. Desinfektionsmittel sprüht ringsherum als feiner Nebel aus. Das Metallauge beginnt immer schneller und schneller zu rotieren. Stahlkugeln kreisen um das Auge und verwirbeln das Desinfektionsmittel gleichmäßig auf allen Oberflächen und Körpern. Dein Herz klopft. Die Stahlkugeln schwingen in einem berauschenden Tempo um Haaresbreite an deinem Körper vorbei. Du stehst einfach nur reglos da. Du riskierst keine falsche Bewegung. Weißes Licht flackert so hell, dass du die Augen zukneifen musst. Und dann wird das Metallauge immer langsamer und langsamer und kommt letztlich zum Stillstand. Du bist erleichtert und folgst Nickel auf das alte Luftschiff. Im Dunkeln tappend und völlig ahnungslos, was für eine schier unlösbare Aufgabe da auf dich zukommt.
Das war die dritte Folge. Der Gewinner unseres Gutscheins für eine Person in unserem Opulum Theater ist Marco Damaniac. Herzlichen Glückwunsch! Und noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Auf unserer Homepage www.opulum.com könnt ihr einen Support-Gutschein im Wert von 5 Euro kaufen und uns damit unterstützen. Der Gutschein kann natürlich auf Buchungen oder Getränke eingelöst werden. Vielen Dank für eure Hilfe und viel Spaß beim Teilen. Und bis zur nächsten Folge von Hamburg hat Fantasie. Hier spricht der Kapitän. Bitte beachten Sie folgende allgemeine Hinweise. Lehnen Sie sich während der Reise bitte nicht über die Reling. Halten Sie Arme und Beine auf dem Gefährt. Rauchen und offenes Feuer sind nicht gestattet. Und dampfen tun wir eh nur unsere Maschinen. Im Aufenthaltsraum gibt es ein Sofa. Das möchten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht benutzen. Außer Sie haben sich schon immer Sprungfedern am Hintern gewünscht. Mobile Fernsprecher sollten aufgrund der Fallgefahr in Ihren Taschen bleiben oder wo immer Sie sich die auch hingesteckt haben. Das möchte ich so genau gar nicht wissen. Zu guter Letzt, füttern Sie bitte die Tiere nicht, falls Sie welche entdecken. Und polieren Sie keinesfalls unser Inventar. Vielen Dank.